Jo, moin Leute, hier ist wieder Madin und ich spiele heute die erste Herausforderung in Gwent. Und zwar die nördlichen Königreiche und spiele die erste Herausforderung, also Stahlhaut. Es wird mir gesagt, dass Harald viel Schaden verursacht und ich darauf aufpassen soll, dass meine Einheiten nicht zerstört werden. Und dass Randuvid mir helfen kann, die Clan-Axtkämpfer auszuschalten. Dann beginne ich mal gleich mit der Schlacht. Hier gibt's mehr zu holen als in euren wildesten Träumen. Der Gegner spielt Harald den Krüppel als Anführerkarte und ich bin Spielkönig Randuvid. Der kann aktivieren und deaktivieren bei bis zu zwei Einheiten den Block. Und wenn vier gegnerische und sind es gegnerische Einheiten, führt er denen vier Schaden aus. Okay, mal gucken. Ich spiele einfach mal am Anfang die Temerien-Infanterie aus. Dann kommen alle Kopien gleich aufs Schlachtfeld. Schon mal 9 Punkte. Und versucht die ein bisschen zu stärken. Die mich verärgern. Gebt denen halt Block, den beiden schon mal. Alle Mann an die Waffen! Er hat zwei Axtkämpfer und hat jetzt seine Anführerkarte ausgespielt, die 9 Schaden macht. Was natürlich ordentlich reinhaut. Aber die Karte ist weg. Seine starke Anführerkarte, meine natürlich auch. Jetzt kann ich mir überlegen, spiele ich weiter oder nicht. Ich müsste an seine 27 Punkte rankommen. Habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ich passe einfach mal. Und er natürlich auch. Und setze einfach auf die nächsten beiden Runden. Um den Krüppel platt zu machen. Schön, habe ich nochmal Detmold. Und ein Infanterist. Er hat gewonnen, also muss er jetzt anfangen. Spielt eine Billigkarte. Ich hau einfach mal irgendwie eine starke Einheit raus. Ein Elva mit 9 Rüstung. Da muss er erstmal was gegen machen. Unsere Schilde sind unsere Festung. Und machen nochmal ein bisschen Schaden. Schenke. Im nächsten Zug würde ich einfach den Hämmerer verbessern. Jetzt habe ich schon mal eine gute Führung. Da muss er erstmal rankommen. 20 Punkte. Ergib dich. Das spart Zeit. Nimm diese Einheit zurück auf die Hand, wenn du eine Runde verlierst. Okay, das ist natürlich jetzt sehr gut. Er wird diese Runde verlieren. Ich muss gewinnen, sonst bin ich ja eh raus. Weghauen kann ich sie, glaube ich, nicht. Obwohl, ich mach mal 5 Schaden. Ah, ich hätte Altsurs Zorn nehmen sollen. Ja. Jetzt passt er. Gebe ich ihm die Karte wieder, egal. Die erste Herausforderung ist sowieso nicht so schwierig, die gewinne ich locker. So, er hat noch 7 Karten. Wir haben beide 8 Karten. Also unentschieden. Beziehungsweise gleiche Chancengleichheit. Ich fange mal an mit einer hohen Karte. Ich spiele mal Geralt von Riva aus. Gib uns alles, was du hast. Und was glotzt du so? Machen wir mit dem Hämmerer weiter. Machen nochmal ein bisschen Schaden. Wenn er gleich eine hohe Karte ausspielt. Verbeugt euch vor Modron Freya. Gib uns alles, was du hast. Was er macht. Mach ich mal ein bisschen Schaden noch. Mit Altsurs Zorn. Altsurs Donner, Entschuldigung. Holger Schwarzhahn, den ich sogar nochmal hab durch Detmold. Das ist eine super geile Karte. Der ist so flexibel. Ich liebe den. Er kann strömender Regen machen. Also ein Wetterphänomen, was in einer Reihe Schaden macht. Mit blauer Himmel kann ein Wetterphänomen, was der Gegner auf dich gewirkt hat, aufheben und als Fürst Donner kann er halt 9 Schaden machen. Ja, was mache ich jetzt?
werde ich mal links. Den Hämmerer ein bisschen wiederbeleben, so dass er auf 12 ist. Bei Hemdals Axt! Und mach noch mal ein bisschen Schaden. Bin leicht in Führung. Boah. Ist er wieder rangekommen, aber ich habe noch mal 2 Zehnerkarten. Ich erwarte deine Befehle. Ich denke, da sollte nichts mehr schief gehen. Ran ans Werk. Dann wird doch noch mal knapp. Gucken, was er mit seiner letzten Karte noch machen kann. Ergib dich, das spart Zeit. Jo. Und geschafft, genau wie gesagt, die erste Herausforderung ist natürlich auch nicht schwer. So kann man sie auf jeden Fall machen. Danke fürs Reinschauen und euch dann einen schönen Tag oder Abend. Bis dann.